Das Thema heute lautet Jesus, Betrüger oder Messias? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage für unsere Zeit. Jesus hat behauptet, er ist das Brot des Lebens. Er hat behauptet, dass er derjenige ist, der herabkam vom Himmel, der Mensch wurde, der Gott Mensch, dass er der Erlöser der Welt ist. Jesus hat behauptet, dass er das Leben ist, dass er die Auferstehung ist. Und er hat behauptet, dass keiner kommt zum Vater, außer durch ihn. Und das ist schon eine Aussage, da könnte man behaupten, das sei arrogant. Ich meine, wenn ich heute aufstehen würde oder irgendeiner und sagen würde, durch mich oder gar nicht, nur durch mich, sonst niemand anders. Und dann fragt man ja, was von all den anderen, was von all den großen Weltreligionen, da gab es ja auch einen Buddha, da gab es ja einen Krishna, da gab es einen Mohammed und. So viele anderen. Und du möchtest behaupten, nur durch dich? Jesus sagt, keiner kommt zum Vater, außer durch ihn. Niemand anders. Also das ist entweder die größte Arroganz aller Zeiten oder es ist einfach die Wahrheit. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist es keine Arroganz mehr, sondern einfach nur eine Tatsache. Wenn da nur ein Gott ist und nur ein Gott kann erlösen, dann kann es nur einer sein, der erlöst und nicht viele. Und somit müssen wir ganz sicher sein, ob dieser Jesus Christus der Betrüger ist, wie viele andere, die behaupten, dass da ein anderer Weg ist, ein Weg, der vielleicht nicht dem schmalen Pfad ähnlich ist, oder ist er wirklich der Messias, der Gesalbte Gottes, derjenige, der Erlösung bietet, ja oder nein? Jesus selber sagt über die ganze Bibel, über die ersten 5 Bücher, Mose, über die Psalmen und über die Propheten, dass sie alle von ihm zeugen. Mit anderen Worten, die ganze Bibel, das ganze Evangelium, nach seiner Aussage ist christozentrisch. Alles ist gerichtet auf ihn. Wiederum, das ist entweder Arroganz oder es ist Tatsache. Und ich für eins würde nicht gerne auf dem verkehrten Weg sein. Ich weiß, wie es ist, wenn man fühlt, man ist betrogen worden. Dass man glaubt, man ist auf dem richtigen Weg und eigentlich ist man auf dem Holzweg. Also muss man ganz, ganz sicher sein, ist er es oder ist es nicht. Bei den Juden hat er ja gelebt, er hat zwischen ihnen gelebt, zwischen ihnen gewandelt. Und trotzdem haben die meisten gesagt, er ist ein Betrüger. So weit sind sie gegangen, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Also ist er es oder ist er es nicht? Es ist eigentlich ein ganz einfaches Bibelstudium. Und wir werden mal die Bibel befragen. Und ich habe sogar ein paar deutsche Dias hier heute. Nicht viele, aber nur, dass ihr wenigstens auch etwas in Deutschen seht. Die Bilder sind alle deutsch, so nebenbei gesagt. Das Geschriebene nur manchmal. Also in einer Prophezeiung, in Jesaja 40, Vers 3, steht geschrieben von der Ansage des kommenden Messias. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Ebene, Bahn unserem Gott. Also eine Vorbereitung muss stattfinden für das Kommen des Messias. Und in Matthäus 3, Vers 12, haben wir die Geschichte vom Johannes dem Täufer, der predigte in der Wüste und er aß Locusta, so nebenbei gesagt. Locusta ist heute das generische Wort von Karobone und nicht Heuschrecken. Aber das Wort Locusta kann auch Heuschrecke bedeuten. Aber ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer mit einem Schmetterlingnetz durch die Welt rannte, um sich zu ernähren. Aber Johannes der Täufer predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, Umkehr, ändert euch, sieht es aus einer anderen Sicht.
Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Also eine Erfüllung, eine Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Johannes 6, Vers 38 steht geschrieben, dass Jesus behauptet, er sei herabgekommen von dem Himmel. Und viele haben natürlich ihm das sehr übel genommen, dass er das sagt. Und wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wahrhaftig frei. Wovon soll er uns denn befreien? Jesus behauptet in seinen Lehren, dass er uns befreit von unseren Sünden und von der Gefangenschaft, in der wir sitzen. Die Gefangenschaft der Sünde und des Bösen. Und es wird gesagt in der Bibel, dass wenn wir das Evangelium akzeptieren, dann sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir werden Sklaven der Gerechtigkeit. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn man vorher Sklave der Sünde war und man ist jetzt Sklave der Gerechtigkeit, dann ist man ja immer noch Sklave. Also wie ist man dann frei geworden? Und dann erklärt das Evangelium, dass das Freimachen ein wahrhaftiges Freimachen ist von den Banden der Sünde, sodass der Mensch neu kreiert wird, eine neue Schöpfung, neu geschaffen, ganz neu, einen anderen Geist, eine Operation. Die Brust wird aufgemacht, das steinerne Herz wird rausgeholt und ein Herz von Fleisch wird hineingelegt. Und dieses Freimachen ist wieder im Einklang zu kommen mit dem Geist Gottes, mit dem Charakter Gottes. Und es braucht eine Umkehr. Man muss das, was man vorher getan hat, nicht mehr tun, eine Umkehr und wieder im Einklang mit Gott und seinem Reich leben. Das ist Bekehrung, das ist Umkehr. Und der Sohn ist derjenige, der diese Ketten löst und einen frei macht. Und wenn man dann endgültig Sklave der Gerechtigkeit geworden ist, mit anderen das tut, was gerecht ist, aber man tut es nicht, weil man muss, sondern weil man will, dann ist der Geist, der eigene Wille, der gleiche Wille wie der Wille Gottes, und dann ist man nicht mehr Sklave. Denn ein Sklave tut nur, was er tun muss, aber jetzt der Befreite tut es, weil er es tun möchte, weil es das Beste ist. Und nur der Sohn kann das machen. Also beides, Rechtfertigung und Heiligung, sind Geschenke. Ich empfange Rechtfertigung durch Glauben an Jesus Christus und ich empfange Heiligung durch den gleichen Glauben. Ich kann ihn mir nicht erarbeiten, wie viele behaupten oder gerne tun möchten. Werke sind eine Konsequenz dieses Prozesses, nicht eine Methode, um diesen Prozess zu erreichen. Also Rechtfertigung, Heiligung sind Geschenke Gottes, sind Geschenke Jesus Christus. Und er behauptet, dass nur er dieses Geschenk vermitteln kann. Und wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wahrhaftig frei sein. Eine Aussage, die ist schon enorm. Also nur durch Jesus Christus kann man diese Bände, diese Ketten an diese Welt und an die Sünde überhaupt verlieren. Johannes 8, Vers 33 ist die Antwort der Israeliten ganz deutlich. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind seine Kinder und wir waren noch nie Sklaven zu irgendeinem. Aber sie haben natürlich nicht eingesehen, dass es hier geht um Satan, um das Böse und nicht um irgendeine Staatsangehörigkeit. Und wie willst du dann sagen, dass du uns frei machst? Also schon damals hat man es nicht akzeptiert und heute will man es genauso wenig akzeptieren. Oder man will es nur teils akzeptieren. Man möchte gerne ein halbes Päckchen haben. Bitte nicht das Ganze, nur ein halbes Päckchen. Ich möchte gerne Rechtfertigung, aber mit der Heiligung lass mich bitte in Ruhe.
Das ist ein halbes Päckchen. Und ein halbes Päckchen ist genauso gut wie gar kein Päckchen. Und wie willst du sagen, dass du uns frei machst? Er wollte ihnen erklären, dass es um mehr geht als nur ein irdisches Reich. Und darum sagt er, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Mein Königreich, wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Diener für mich kämpfen. Es geht hier um etwas ganz anderes. Menschen haben das Evangelium verkehrt verstanden. Alle wollen frei sein, alle wollen sie Erlösung haben, aber alle wollen nicht gerne die Veränderung, die dazugehört, auch noch dazu haben. Und somit ist Jesus Christus ein Messias, der geliebt ist und gehasst ist in der gleichen Welt, in dem gleichen Staat, in dem gleichen Volk. Gibt es Menschen, die ihn verachten und Menschen, die ihn lieben. Menschen, die sagen, er ist der Messias, und Menschen, die behaupten, er sei nicht der Messias. Ganze Völker, die ihn abgelehnt haben, Völker, die ihn verbieten, das gibt es heute noch überall. In einigen Ländern darf man überhaupt nicht evangelisieren. Jesaja 7, Vers 14 sagt, dass eine Jungfrau, eine Magd, wird ein Kind bekommen und dieser Sohn wird heißen Immanuel. Jetzt, wir wissen, dass in der biblischen Zeit ein Name eigentlich mit einer Eigenschaft etwas zu tun hat. Also ein Name sagt etwas aus über die Person, über das, wofür sie steht. Und das Wort Immanuel heißt Gott mit uns. Also eine Jungfrau, eine Magd wird ein Kind bekommen und dieses Kind wird Gott mit uns sein. Eine Fleischwerdung des lebendigen Gottes. Und der Engel sagte zu ihr, du wirst ein Kind bekommen. Lukas 1, Vers 28, 31, die Geschichte von Maria, eine haarfeine Erfüllung von diesem Ereignis. Jetzt, viele von diesen Geschehen werden die Kritiker behaupten, ja, das ist danach hinzugefügt. Aber wir werden nachher vieles sehen, was nicht hinzugefügt werden konnte, sondern was tatsächlich nur auf eine Person und eine Person alleine zutreffen kann. Also in der Geschichte Maria wird diese Vorhersage von mehr als 600 Jahre vor Christus, der Prophet Jesaja, der sagt, dass Jesus, dass der Messias geboren wird von einer Magd. Mika 5, Vers 2 wird die Stadt angegeben, wo der Messias geboren wird. Bethlehem, aus dir wird kommen derjenige, der in Israel regieren wird. Also die Stadt war ganz genau bekannt, und zwar, weil es mehr als ein Bethlehem geht, wird genau das Bethlehem genannt, was da bedeutet wird, nämlich und du Bethlehem Ephrata. Das ist das kleine Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und wir haben die Erfüllung in Matthäus 2, Vers 1, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Was interessant ist, ist, dass dieses Bethlehem, diese kleine winzige Stadt, in der Bibel lange vorher angegeben wird, als der Ort, wo der Messias geboren wurde. Als die drei Könige aus dem Morgenland kamen und sie folgten dem Stern. Der Stern führte sie und dann plötzlich führte er sie nicht nach Bethlehem, sondern der Stern führte sie zuallererst nach Jerusalem. Und da haben sie sich erkundigt bei den Schriftgelehrten und in dem Tempel, wo ist der König? Und Herodes hat das gehört und Herodes hat gesagt, lass mal die kommen, denn hier kommt vielleicht irgendwo eine Konkurrenz. Und dann hat er sie gefragt, ja, was sucht ihr denn eigentlich? Und dann haben sie gesagt, wir suchen den König.
Wie haben Sie gewusst an erster Stelle, dass da ein König kommen würde? Ich glaube, Sie haben die Schrift studiert, haben die Prophetien studiert und haben gewusst, dass der Messias jetzt irgendwann mal kommen müsste. Das werden wir nachher auch ein bisschen durchstudieren. Und Herodes lässt die Schriftgelehrten kommen und er gibt ihnen einen Auftrag als König. Sie müssen die Schrift prüfen und ihnen bekannt geben, wo dieser König geboren wird, dieser Messias. Und sie studieren die Schrift und sagen, Bethlehem Ephrata, das ist, wo der Messias geboren wird. Und dann gehen die drei Könige wieder weiter und sie folgen dem Stern, der wieder erscheint, und er führt sie dann zu dem Grab. Ach, nicht zu dem Grab, aber zu der Scheune, wo Jesus geboren wurde, hier in diesem Stall in Bethlehem. Und wir können uns die Frage fragen, warum der Umweg? Warum hat Gott erlaubt, dass sie erst nach Jerusalem gehen und nicht direkt zu dem König, den sie eigentlich gesucht haben, den Messias? Die Antwort ist, das Volk soll keine Entschuldigung haben. Alles wurde getan, damit sie erkennen konnten, dass der Messias unter ihnen war. Sogar drei Könige aus dem Morgenland haben sie dazu gebracht, dass sie die Schrift untersuchen mussten und sagen mussten, da wird er geboren. Sie hatten eigentlich keine Ausrede. Bethlehem heißt der Brotkorb. Bethlehem. Mit anderen Worten, das Brot des Himmels ist geboren worden in den Brotkorb. Mit anderen Worten, das ist der Platz, wo das Brot des Himmels verteilt wird. In seinen Werken und seiner Aufgabe auf Erden hat Jesus behauptet, dass der Herr hat ihn gesalbt, um die gute Nachricht zu bringen, um die gebrochenen Herzen sind, wieder aufzurichten und Freiheit zu verkündigen an denjenigen, die gefangen waren. Und wir sind alle gefangen. Jeder von uns hat diese Erlösung nötig. Um das Gefängnis zu öffnen für diejenigen, die angebunden sind, und zwar hier nicht im wirklichen Sinne, das auch, aber im geistlichen Sinne. Wir sind alle in einem Gefängnis, ob wir es glauben wollen oder nicht, und nur der Sohn kann uns frei machen. Und um das Ja des Herrn, das besondere Ja des Herrn, anzukündigen, eine Prophetie, 600 Jahre und mehr vor Christus. Das war die Aufgabe des Messias. Jeder hat es gewusst. Das Alte Testament hat es laut verkündigt. Er kam nicht, um Riesenfeldherr zu sein, um das Volk in einen Krieg hineinzuführen und so zu befreien. Nein, er kam für die Zerschmetterten, für die kleinen Kaputtenen. Und das ist genau die gleiche Aufgabe, die wir auch haben. Der Herr schickt so viele in seine Gemeinde, die kaputt sind. Von draußen, von überall. Wer hat Erlösung nötig? Derjenige, der krank ist. Und dann wundert man sich, wenn in der Gemeinde viele kleine Kranke sind. Ich rede jetzt im geistlichen Sinne. Und dann sagen wir, das kann ja nicht sein. Das ist genau richtig, so muss es sein. Und diese Erfüllung finden wir im Neuen Testament. Der Geist des Herrn ist auf mich, sagt Jesus. Er hat mich gesalbt, und dann zitiert er den Text in Jesaja, in Lukas 4, Vers 18 und 19, wo er diese Messias-Aufgabe auf sich nimmt, um die Gefangenen frei zu machen, die Blinden wieder sehen zu lassen, auch im geistlichen Sinne. Da war so eine dunkle Zeit, alles, was die Schrift gelehrt hatte, wurde umgesetzt in Form und Formalität. Das Lamm wurde geschlachtet, weil es geschlachtet werden musste. Es war ein Ritual. Die Priester hatten ihre Stände, sie verkauften ein Lamm nach dem anderen, Tauben und was auch immer, um Geld zu machen.
ein Ritual anstelle das, wofür es eigentlich stand. Und er kam, um die Blinden wieder sehen zu lassen. Das sind die wirklich Blinden, aber auch die geistlich Blinden, um sie frei zu machen. Und die, die Schmerz hatten, die Leid hatten, wieder eine neue Hoffnung zu geben und neu aufzurichten. Da ist nichts, was so aufrichtet von Vernichtung wie das Evangelium. Da ist nichts, was eine Last leichter erträglich macht als das Evangelium. Und Jesus Christus sagt, ich bin derjenige, von dem der Prophet Jesaja sprach, als er gesagt hat, was die Aufgabe des Messias war. In Jesaja steht geschrieben, dass der Messias durch Wunder heilen würde. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet, im wahren Sinne und im geistlichen Sinne. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Eine Prophetie in Jesaja 35, Vers 5 und 6. Und alle wissen, wenn sie das Neue Testament lesen, dass das genau die Aufgabe Jesu Christi war. Und immer hat er die Aufgabe so genutzt, dass eine große Lehre daraus hervorging. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und er heilte wie viele Krankheiten? Alle Krankheiten und alle Gebrechen. Ob das dämonisch Besessene waren, ob das Epileptiker waren, ob das Blinde waren, ob das Kranke waren, Tote hat er aufgeweckt. In einigen Städten, so wie Kapernaum, war da nicht eine einzige Person, die nicht von ihm geheilt wurde. Und trotzdem haben sie ihn abgelehnt. Es ist kaum zu glauben, aber das ist die Tatsache. Eine Prophetie in Jesaja 61, Vers 3, das Öl der Freude und der Wehmut und Preisen anstatt einem Geist von, was ist Despair in Deutsch? Verzagen. Naja. Psalm 78, Vers 2, ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus aller Zeit. Er wird sein Evangelium verkünden in Erzählungen, in Gleichnissen. Einige Übersetzungen gebrauchen hier das Wort Gleichnisse, das wäre besser. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk und ohne Gleichnisse redet er nichts zu ihnen. Ein Bild spricht 1000 Worte und ein Gleichnis spricht auch 1000 Worte. Man kann viel mehr lernen aus einem Gleichnis und man kann vieles sagen, was vielleicht den einen oder den anderen aufregen würde in einem Gleichnis und dann kommt man eher zum Denken. Noch eine Prophetie in Jesaja 11, Vers 2. Auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also es wird ein gottesfürchtiger Mensch sein, dieser Messias. Der Messias wird immer das richtige Wort haben, wenn es nötig ist zum Aufbauen, wenn es nötig ist, auch um zu verurteilen. Und genau das hat Jesus getan. Matthäus 3, Vers 16 und 17, der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. Nicht eine wirkliche Taube, sondern sanft. Nicht mit viel Krach, sanft. Einige haben die Stimme Gottes gehört und erkannt und für viele war es wie Donner. Und über sich kommen und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Es ist interessant, dass genau diese Aussage hat Satan gebraucht, um Jesus zu versuchen, um ihn zum Fall zu bringen. In den Versuchungen Jesu hat Satan gefragt, bist du wirklich Gottes geliebter Sohn? Wenn du derjenige bist,
dann müsstest du ja und und. Aber Jesus hat die Stimme gehört und er hatte einen Glauben, der konnte nicht gerüttelt werden. Er war der Messias. Noch eine Prophezeiung in Zacharia. Und siehe, der König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und wir kennen alle die Geschichte in Lukas 19, Vers 35, dass er die Jünger vorausgeschickt hatte und gesagt hat, ihr werdet an einem bestimmten Platz einen Esel finden, der ist schon bereit, holt ihn. Und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Und dann wurde er hereingebracht in Jerusalem. Alle jauchzten sie, alle glaubten sie, er würde sich als Messias ausgeben und würde sie befreien von dem Joch der Römer. Und als er das nicht tat, als er sie von dem Joch der Sünde eher befreien wollte, da haben sie ihn gekreuzigt. Also so schnell kann sich das ändern. Die Geschichte vom Judas, wie er verraten wurde, alles ist schon im Alten Testament aufgezeichnet. In Matthäus lesen wir, und er kam zu ihm und gab ihm einen Kuss und dann wurde er gefangen genommen. Die tragische Geschichte kennen wir ja weiter, Matthäus 26, Vers 49. Und schon im Psalm 41, Vers 10 steht geschrieben, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Wenn wir diesen Teil des Evangeliums lesen, in der Erfüllung, Judas Iskariot, der ihn verriet, der das Brot da eintauchte, dann ist es erstaunlich, dass Gott überhaupt so handeln würde. Wieso hat er ihn ins Vertrauen genommen, wenn er gewusst hat, dass er ihn einmal verraten würde? Gott ist so anders wie wir. Er gebraucht sein Vorauswissen nicht, um uns zu verurteilen, sondern ist gerecht in dem Augenblick, selbst da, wenn er weiß, dass irgendwann mal einer gegen ihn wählen würde. Ein typisches Beispiel ist der König Saulus, der gesalbt wurde und Gott hat gewusst, dass er irgendwann gegen ihn gehen würde. Aber trotzdem, zu der Zeit war er ein Auserwählter Gottes. Er war felsenfest in seinem Glauben. Und Gott weiß vielleicht, was ich in 20 Jahren mache, aber trotzdem würde er mich heute so nehmen, als ob ich in 20 Jahren das nicht machen würde, was es auch immer ist. Ich will ja nicht hoffen, dass es passiert. Aber er hat vorausgewusst, dass es so ist, und trotzdem war es sein Freund und hat er ihn geliebt über alles. Eine Erfüllung. Zacharia 11, Vers 12, der genaue Preis, für den er verkauft wurde, 30 Stücke Silber. Und er nahm die 30 Stücke Silber und nachher gingen sie zum Töpfer. Matthäus 26, da ging einer von den 12 mit dem Namen Judas Iskariot hin zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Jetzt, das ist recht wenig für einen König der Könige. Und man fragt sich manchmal, Judas, wieso hast du das gemacht? Wieso hast du den König verraten für 30 Silberlinge? Judas war ein Typ, der hatte den Geldbeutel in der Hand, der war der Schatzmeister. Und es hat ihn irritiert, dass Jesus sich nicht offenbart. Wieso sagt Jesus nicht, hier bin ich bin der Messias? Dann könnten die 12 regieren mit ihm zusammen. Und er hat sich gesehnt auf diese Machtposition, so nehme ich an. Und vielleicht wollte er Jesus zwingen, sich zu offenbaren. Vielleicht hat er gar nicht gedacht, was die Konsequenzen sind. Aber weil er den Heilsplan nicht verstanden hatte, sondern eigensinnig gehandelt hatte und weil er gedacht hatte, nur auf das, was gut ist für ihn,
hat er verfehlt und hat er ihn verraten. Matthäus 5 und 7. Am Ende hat er die 30 Stücke Silber genommen und sie in den Tempel geschmissen, denn Blutgeld konnten sie ja nicht zurücknehmen. Also plötzlich, erst wollten sie ihn verkaufen und jetzt konnten sie mit dem Blutgeld nichts anfangen und in ihrer Gerechtigkeit, ihrer sogenannten Gerechtigkeit, tun sie genau das, was der Prophet vorhergesagt hatte im Alten Testament. Und ich glaube, da sind wenige, die daran zweifeln werden, dass es auch wirklich so geschah. Jesaja 50, Vers 6 wird aufgezeichnet, wie der Messias leiden würde, dass er seinen Rücken hingestellt hat, geopfert hat und dass sie ihn geschlagen haben, dass sie ihn auf der Wange schlagen würden, dass sie seinen Bart rauszogen und dass er sich nicht verstecken würde für den Spott und das Spucken. Die Geschichte lehrt, was Herodes mit ihm gemacht hat, dass sie ihm ein Kleid angetan haben, dass die Römer haben dieses Kleid wieder ihm angezogen, haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, einen Stab in die Hand gegeben. Und dann sagt die Bibel, haben sie ihm den Stab entrissen und haben ihm auf den Kopf geschlagen. Und der Text sagt, wieder und wieder und wieder. Und sie haben ihn den Bart rausgerissen und sie haben ihn angespuckt und verhöhnt und verspottet und verbunden und Augen zugemacht und sagt, Weissage, wer dich schlägt. Er hat 7 Verhöre gehabt, erst bei Annas und dann zum Kaiaphas und Annas, dann zur Sanhedrin, Abendverhör, Morgenverhör, Pilatus, Herodes, wieder Pilatus und er ist geschlagen worden, wahrscheinlich auf die Brust 26 Mal, nachdem er schuldig befunden wurde durch Sanhedrin und dann wieder durch Pilatus, Matthäus 26, 67 und sie spuckten in sein Gesicht und sie schlugen ihn und andere schlugen mit der flachen Hand und sie fragten ihn, du musst weissagen. Schon im Psalm 69, Vers 5, ein messianischer Psalm steht geschrieben, die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Und Johannes 15, sie hassen mich ohne Grund, Vers 25. Also wir könnten wirklich zig Prophezeiungen über den Messias herausholen. Ich möchte nur so ein Exemplar hervorholen und alle haben sie Bezug auf Jesus Christus. Jesaja 53, ein Kapitel. Wenn die Juden Jesaja 53 studieren würden, dann müssten sie Jesus Christus erkennen. Aber Jesaja 53 wird heute verschmäht. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Er hat nicht geklagt und zu Herodes hat er auch nichts gesagt. Herodes hat ihm gesagt, komm, zeig uns doch mal, was du kannst, mach mal ein schönes Wunder hier, dann können wir dich vielleicht freilassen. Aber er hatte nichts zu sagen zu einem, der Johannes den Täufer enthauptend ließ und der in diesen Umständen dann noch den Spott treiben wollte mit ihm. Matthäus 27, Vers 12, die Erfüllung, er hat den Mund nicht aufgemacht. Man hat ihn verhöhnt, mehrere Male. Bei dem ersten Verhör, dem Nachtverhör in der Sanhedrin, hat man ihn eingesperrt, in ein Riesenloch hinabgelassen, nackt. Ich bin zum Spott geworden, Psalm 109. Wenn Sie mich sehen, schütteln Sie den Kopf. Im Englischen sagt es, they wag their heads. Das ist so, der Arme. Matthäus 27, sie lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Eine Aussage nach der anderen trifft auf Jesus zu. Psalm 22, Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Sogar die Art und Weise, wie der Messias sterben würde,
ist angekündigt in dem Buch Mose, in den Psalmen und in den Propheten. Erfüllung, sie kreuzigten ihn. Jesaja 53, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Drei Kreuze. Da waren drei Löcher angebracht, worin drei Kreuze stehen mussten. Es war wahrscheinlich, das Kreuz, das mittlere, war wahrscheinlich für Barabbas gedacht, der sich ja auch aufgespielt hatte und nach einigen Geschichtslehren auch als einen Messias angegeben hatte. Und dann seine Mithelfer an jeder Seite. Aber das Volk hat eher Barabbas freigehen lassen und den Menschensohn gekreuzigt. Diese drei Kreuze sind das Symbol des ganzen Erlösungsplans. In der Mitte nur derjenige, der die Erlösung herbeibringen kann, der überhaupt imstande ist, zu erlösen. An der rechten Seite der, der gewillig war, um von seiner Sünde erlöst zu werden, und an der rechten Seite, an der linken Seite der, der in Sünde sterben würde. Das ganze Evangelium aufgeschrieben in diesem Kreuz. Matthäus 27, Vers 38, zwei Räuber mit ihm gekreuzt, ausgetauscht für den dritten. Also eine Vorhersage von genau wie es geschehen würde. Sie haben mir Galle zu essen und Essig zu trinken gegeben für meinen Durst. Psalm 69, Vers 22. Das Wort, was hier für Galle gebraucht wird, ist nicht eigentlich Galle in dem Sinne, so wie wir es kennen, sondern ein bitteres Kraut. Und es wächst in dieser Gegend ein Kraut, das sehr bitter schmeckt, aber das betäubend wirkt. Und wir kennen die Geschichte in Matthäus 27, Vers 34. Da gaben sie ihm Wein, das ist wieder nicht Wein, das ist dieses Kraut, ein Entzug von diesem Kraut, mit Galle vermischt, mit diesem bitteren Kraut, also Wein mit diesem Kraut vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Also nicht erst diese Betäubung, dieses Betäubungsmittel, das sie den Menschen gegönnt haben, wenn sie am Kreuz gelitten haben, hat er getrunken. Denn er wollte den Becher total leer trinken für euch und für mich. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist unter den Missetat willen verwundet, unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also die Aufgabe des Messias ist so anders hervorgesagt, als was die Juden sich das so vorgestellt haben. Die Juden haben sich einen Talmud zusammengesetzt, da war Regel auf Regel auf Regel, was man machen darf und was man nicht machen darf. Wir sind ja eigentlich auch recht gut damit, ne? Wir machen auch so einen Talmud. Und viele Leute kommen auch zu mir und sagen, also du bist ja jetzt der Bruder, jetzt erzähl mir mal, ist das richtig oder ist das richtig? Darf ich das machen am Sabbat oder darf ich eher das machen am Sabbat? Ich antworte solche Fragen im Allgemeinen nicht, ich bin doch kein Talmud, das muss doch jeder selbst entscheiden. Aber so nebenbei gesagt, die ganze Aufgabe hier ist vorhergesagt. Er wird kommen um der Sünde willen. Und er wird geschlagen wegen meiner Sünde. Ich bin verantwortlich dafür, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist meine Schuld. Und darum sagt Jesus, wenn ich aufgehoben werde, werde ich viele zu mir ziehen. Denn das ist verwunderlich. Man stirbt doch nicht für einen, der dein Feind ist. Vielleicht für einen Freund, aber für einen Feind. Jesus ließ er geißeln und er überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Also eine genaue Erfüllung. Nicht nur hier wurde er gegeißelt, aber wie gesagt, es war erlaubt in der damaligen Rechtsordnung, dass wenn des Sanhedrin jemand schuldig befunden hatte, sie durften nicht zu Tode verurteilen, darum mussten sie ihn
zu Pilatus nehmen, aber sie durften Schläge ausüben. Und 26 waren erlaubt. 13 auf die eine Seite, 13 auf die andere Seite. Und sie haben ihn ja schuldig befunden, also ist es wahrscheinlich, dass sie ihn auch gepeitscht haben. Zacharia sagen, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen. Und genau das ging auch in Erfüllung. Jesaja 53, Vers 12. Und er, die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten hat. Das auch noch. Diejenigen, die ihn gekreuzigt haben oder die ihn kreuzigen würden, sagt der Prophet voraus, die wird er noch verzeihen, derweil sie es tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 24. Ich glaube, wenn wir die alle durchstudieren und wir einsehen, dass jede Prophetie, jede messianische Prophetie in Jesus Christus in Erfüllung geht, dann brauchen wir nicht zu zweifeln, dass er der einzig wahre Messias ist. Markus 15, Vers 27. Und mit ihm gekreuzigt wurden zwei Diebe, der eine an der rechten und der andere an der linken, so dass die Schrift in Erfüllung gehen sollte, die sagen würde, dass er gekreuzigt werden würde unter Verbrechern. Und dann im Psalm 22, Vers 18. Und sie teilten seine Kleidung auf und dann warfen sie das Los für sein weißes Unterkleid. Das war ohne Saum. Und wenn wir die Typologie davon verstehen, dann kann man das auch verstehen, warum das so war. Da war kein Saum drin, denn das weiße Kleid steht ja für die Gerechtigkeit. Und in dieser Gerechtigkeit ist da nichts zusammengenäht. Das war an einem Stück gewebt, ohne Saum, ohne irgendeinen Fehler, tadellos. Und das durfte auch nicht zerrissen werden hier, denn die Gerechtigkeit Jesu Christi steht für ewig. Psalm 22, Vers 18 sagt, dass dieses Kleid behalten würde. Johannes 19, Vers 23, und die Soldaten nahmen das äußere Kleid und verteilten es in vier. Aber das Unterkleid ohne Saum, in einem Stück gewebt, sagten sie, lass es uns nicht zerreißen, sondern komm, wir lassen das Los entschließen, wer es bekommen soll. Somit ist die Schrift in Erfüllung gegangen und die Typologie der Gerechtigkeit ist behalten geblieben. Das sind so viele Nuancen versteckt im Alten Testament, die Jesus Christus betreffen, und heute Abend in dem Vortrag werden wir das Evangelium im Alten Testament suchen. Da ist es so unwahrscheinlich schön, wie das da aufbewahrt ist, sodass jeder das volle Evangelium und nicht ein halbes oder Viertel Evangelium, wie Leute es heute gerne haben möchten, kaufen kann. Ohne Geld. Matthäus 27, 46 sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz diese Worte. Und viele behaupten, ja, warum sagt der Messias denn das überhaupt? Wieso sagt Jesus das? Ist das nicht ein Zeichen, dass er doch verzagt hat? Es ist eine messianische Prophetie. In Psalm 22, der große messianische Psalm, sagt Jesus die gleichen Worte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn hier am Kreuz stirbt er nicht den ersten Tod, sondern er stirbt den zweiten Tod. Er stirbt den Tod der vollkommenen Trennung. Und es ist nicht ein Scheinsterben, ein nicht wirkliches Sterben. Es ist wirklich der zweite Tod, die vollkommene Trennung. Und in ihm brauchen wir, wenn wir seine Erlösung als freie Gabe annehmen, diesen Tod nie sterben. Es ist ein Geschenk, was nicht zu ersetzen ist. Das ist eine messianische Aussage
Und sie geht in Erfüllung im Neuen Testament, in Jesus Christus. Lukas 23, Vers 46 sagt Jesus: Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Und wiederum eine messianische Aussage, Psalm 31, Vers 5: In deinen Händen übergebe ich meinen Geist. Eine Prophetie nach der anderen. Alle haben sie genau das gleiche Ziel. In Psalm 43, Vers 20 steht geschrieben: Und alle seine Knochen bleiben behalten, und nicht ein einziger wird gebrochen. Jetzt, das ist eine Typologie in sich selbst, denn das Lamm, das geschlachtet wurde, durfte ja auch kein Knochen gebrochen werden. Denn das Lamm stand für Jesus Christus, der eines Tages kommen würde, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Und dieses Lamm war ohne Tadel. Es hatte keinen Fehler. Da durfte nicht einen Fehler sein. Und auch als es gegessen wurde, durften die Knochen nicht gebrochen werden. Und hier in dem Psalm sagt es, dass der Messias die gleiche Behandlung haben würde. Das Lamm Gottes würde auch so behandelt werden. Und es war Vorbereitungstag und am nächsten Tag war der Sabbat, weil die Juden nicht wollten, dass die Körper, die Menschen da an dem Kreuz hingen am Sabbattag, fragten sie Pilatus, dass die Knochen gebrochen wurden. Es wäre ja möglich gewesen, dass sie sich vielleicht befreit hätten am Sabbat und dann müsste man vielleicht hinterher, um sie wieder einzufangen, das wäre ja schrecklich, das wäre ja Sabbatschändung. Die sollten lieber die Knochen brechen, dass sie mehr leiden konnten. Und dann wäre es nicht nötig gewesen, um den Sabbat zu brechen. So einen Talmud kann man nachher schreiben, wenn man so will. Und die Soldaten kamen und sie brachen die Beine von dem ersten und dem zweiten, aber als sie zu Jesus Christus kamen, da war er schon tot. Weil er schon tot war, brachen sie ihm nicht die Beine. Also eine Erfüllung dieser Prophetie. Und einer der Soldaten durchbohrte ihm die Seite mit seinem Spieß und es kam ein Stoß Blut und Wasser. Also es hatte sich schon getrennt, er war tot. Und durch dieses Blut und durch dieses Wasser können wir erlöst werden. Nur durch Blut und durch Wasser. Das Blut Jesu Christi, ohne Blut gibt es keine Erlösung. Und das Wasser, durch die Reinigung des Wassers und des Heiligen Geistes, können wir wieder Söhne Gottes werden. Eine messianische Prophetie, die in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Jesaja 53, Vers 9. Und man gab ihm ein Grab bei Gottlosen und bei Reichen, als er gestorben war. Es kam ein reicher Mann aus Arimathea, und es war Josef, nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab. Der Messias bekommt ein Grab, wo noch niemand drin gelegen hat. Und wenn man mal nach Jerusalem geht und man geht da zu dem Gartengrab, dann glaube ich, dass all die Eigenschaften, die so in der Schrift geschrieben stehen, hier gegenwärtig sind. Und genauso wie die Schrift vorher gesagt hat, so ist es auch passiert. Sogar, dass er in den Himmel auffahren würde, steht im Alten Testament aufgeschrieben, im Psalm 68, Vers 19, du bist aufgefahren zur Höhe und wir haben die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu aufgezeichnet in Apostelgeschichte. Wir können viele, viele Texte gebrauchen, ich will sie ja nicht alle durchstudieren. Dessen Ausgang von Anfang und von ewig her gewesen ist. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Eine Prophetie nach der anderen. Viele werden behaupten wollen, aber naja, es könnte ja danach hinzugefügt werden sein, damit es auch genau passt. Und einige sagen, ja, vielleicht war er nicht historisch. Vielleicht gab es gar keinen Jesus Christus.
Und es ist nur ein Gedankengespenst der Menschheit. Hier haben wir historische Anzeichen vom Jahre 115 nach Christus. Und hier redet Tacitus, der römische Historiker, über Nero und seine Verfolgungen. Und hier ist die ganze Geschichte auseinandergesetzt, von wie er die Christen verfolgte. Und dann redet er über Christus. Den Namen haben sie, weil einer zu Tode verurteilt wurde, und dann der Name Pontius Pilatus und dann der Kaiser zu der damaligen Zeit, Tiberius. Also rein historisch ist es in den Annalen der Römer aufgezeichnet, dass Jesus Christus verurteilt wurde durch Pontius Pilatus und dann durch Tiberius. Dann kamen die hohen Kritiker wieder und sagten, ja, aber einen Pontius Pilatus, den gab es ja nirgends. Hier und da, so wie hier in Tacitus, ist er wohl aufgeschrieben, aber den gab es nicht. Aber die Archäologie, die ist immer so hilfsbereit, gerade dann, wenn es nötig ist. Hier haben sie ein Denkmal gefunden und hier drauf in Jerusalem und hier drauf steht der Kurator oder der von Rom und da steht der Name Pontius Pilatus, also eine historische Figur. Das ist derjenige, der gesagt hat, siehe den Menschen, behold the man, ecco homo, siehe den Menschen. Ich finde keinen Fehler an ihm, ein Lamm ohne Tadel. Und trotzdem ist es geschlachtet worden. Denn das Lamm ohne Tadel in der Typologie musste auch sterben, das Blut musste fließen, weil es zeigt auf den Messias, der kommen würde. Rein geschichtlich, es ist eine Tatsache. In dem Vortrag über Archäologie habe ich gezeigt, dass das Grab von Kaiaphas gefunden wurde, der hohe Priester zur Zeit Jesu. Das Datum auf seinem Sarg, alles gegenwärtig, der Name. Jahrelang haben sie geleugnet, dass so ein hoher Priester je existierte. Erst 1992 haben sie sein Grab entdeckt. Jetzt mit den neuen Ausgrabungen in Jerusalem. Ein Beweis nach dem anderen. Die Geschichte in der Bibel ist wahr. Dann haben wir noch einen Historiker, Suetonius. Und die Juden haben immer Probleme verursacht wegen Christus. Und darum hat Claudius sie aus Rom vertrieben. Und dann hat er hier eine Geschichte vom Talmud, der jüdischen Tradition. Am Abend des Passafests hängten sie Jeschu von Nazareth. Denn sie fanden nichts, um ihn zu begünstigen, und so hängten sie ihn am Abend des Passafestes. Also rein historisch war Jesus eine historische Figur. Hier haben wir die sieben jährlichen Festtage der Juden. Heute Abend werde ich auch noch etwas darüber sagen. Die ersten Festtage im ersten Monat waren am 14. Tag, am 15. Tag und am 16. Tag. Also drei Tage nacheinander, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der ersten Früchte, und dann kam das Pfingstfest 50 Tage danach. Und wenn wir diese Typologie studieren, dann sehen wir, dass das Passafest, das Lamm wird geschlachtet, dann der Tod, das ungesäuerte Brot, das Lamm wird geschlachtet, das Jesus Christus im Grab, und dann die Auferstehung. Und die Bibel sagt, die Gräber taten sich auf und die ersten Früchte der Auferstehung standen auf in dem Grabe. Und die Bibel sagt, er nahm Gefangene mit sich. Also die ersten Früchte, die ersten von der Ernte, die wurden vorgezeigt im Himmel. Und dann, 50 Tage später,
Traditionell war das die Zeit, wo Gott das Gesetz gab, also er gab ihnen die Werkzeuge, um das Evangelium zu verkündigen. Und hier im Neuen Testament, der Heilige Geist kommt herab und das Werkzeug wird gegeben, um das Evangelium zu verbreiten. Die nächsten Festtage im 7. Monat, die werde ich heute Abend in größerem Detail besprechen, die haben auch Bezug auf Jesus Christus. Das ist das erste Kommen und hier haben wir die Geschehen bei der Wiederkunft und was danach passiert. Sogar in den typologischen Festzeiten ist das Programm des Erlösers vollständig aufgezeichnet. Hier in der Heiligtumslehre ist alles, was mit dem Messias zu tun hat, die ganze Aufgabe Jesu Christi, aufgezeichnet. Aber das ist ein Vortrag, darüber werde ich heute Abend mehr sagen. Das Hohepriestertum ist eine Typologie von Jesus Christus. Und im Hebräerbrief steht geschrieben, wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stifthütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Nicht ein Mensch, er ist Gott. Die ganze Geschichte des Alten Testamentes zeigt auf eine Person, auf den Messias und alles, was da steht, hat seine Erfüllung in Jesus Christus. Sogar die Zeit, wann er geboren wurde, ist aufgezeichnet im Alten Testament. Hier haben wir den Bock hier mit den zwei Hörnern, das eine länger wie das andere, Daniel Kapitel 8, und es wird identifiziert als Medo-Persien, weil die eine Macht ein bisschen stärker war wie die andere am Anfang, wird es so aufgezeichnet und dann kommt der Ziegenbock und der hat das große Horn zwischen den Augen, das ist Alexander der Große, der wird das Reich besiegen und wird übernehmen. Interessant, Daniel Kapitel 8, nicht wie Daniel Kapitel 2 und Daniel Kapitel 7, fängt nicht an mit Babylon, sondern fängt an mit Medo-Persien. Und das ist ein ganz bestimmter Grund, warum es mit Medo-Persien anfängt und nicht mit Babylon. Einige möchten behaupten, naja, es war ein bisschen später und darum fängt es erst an. Daniel hatte das babylonische Reich schon erlebt und wir waren jetzt in der Zeit Medo-Persien. Aber das ist nicht der Grund. Wir werden gleich sehen, was der Grund ist. Also Daniel Kapitel 8 fängt an mit dieser Geschichte von Medo-Persien und im griechischen Reich, das endgültig siegen würde und das medopersische Reich vernichten würde. Und das Bild, was da gebraucht wird, ist ein Bild, wo die Tiere alle reine Tiere sind. Im Gegensatz zu Daniel Kapitel 7, wo die Tiere unreine Tiere sind, denn da geht es um Königreiche, irdische Reiche, die endgültig vernichtet werden durch den Stein, der kommen wird. Aber hier ist ein anderer Kontext. Es ist ein Heiligtumslehren-Kontext gegenwärtig und die Tiere, die gebraucht werden, sind reine Tiere. Jetzt die Bibel erzählt das oder erklärt, dass wenn Alexander der Große vernichtet wird, er wird identifiziert als der erste König von Griechenland, dann wird sein Reich aufgeteilt werden in vier. Geschichtlich wissen wir ja, dass es passierte. Und dann in Daniel 8, Vers 13 und 14 steht geschrieben, ich hörte aber einen Heiligen reden, er hört also einen Engel reden, und ein anderer Heiliger sprach zu ihm, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und von verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Jetzt in dieser Prophetie haben wir eine Zusammenfassung von dem großen Kampf zwischen Gut und Böse.
Wir wollen nicht das Detail dieser Prophetie heute hier studieren, denn es kommt ja noch ein Vortrag über der Kampf zwischen Gut und Böse. Und darüber kann ich mehr über dieses Thema sagen. Aber die Heiligtumslehre, das ganze Heiligtum war ja ein Bild von der Aufgabe des Messias, des Erlösers. Und hier, der eine Heilige fragt den anderen, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen? Und das Wort Opfer da ist hinzugefügt, das ist nicht im ursprünglichen, sondern das tägliche, die Vermittlung, der Tamid. Gilt es, dass dieser Tamid, die Aufgabe des Messias, dass das unter Fuß zertreten wird? Und dann kriegt er die Antwort, es sind 2000 Abende um Morgende oder Tage, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Wie gesagt, hier ist mehr wie ein Vortrag in diesem Text. Aber die wichtigsten Punkte ist, wie lang ist das Gesicht? Und da haben wir eine Zeitangabe, 2300 Abende und Morgende. Und weiter sagt es, und Gabriel trat nahe zu mir, ich erschrak. Aber als er kam und fiel auf mein Angesicht, er aber sprach zu mir, merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Also das ganze Gesicht hat einen Bezug auf Zeit des Endes und es geht um die Aufrichtung des Heiligtums, die Reinigung des Heiligtums und die Aufrichtung des Tamids, des Täglichen. Das ist die Vermittlung, ist wieder zugänglich für alle. Denn eine Macht hat versucht, Jesus Christus aus dem Evangelium herauszuschreiben, ihn zu beseitigen und zu ersetzen mit einem anderen Evangelium. Ein Evangelium, das ohne den wahren Christus ist. Aber wie lang ist das Gesicht? Und wir werden sehen, das Gesicht hat seinen Anfang zur Zeit Medo-Persien und nicht zur Zeit Babylons. Und darum fängt das Gesicht erst an mit Medo-Persien und nicht mit Babylon. Eben als ich noch redete in meinem Gebet, jetzt sind wir in Daniel Kapitel 9, er hat das alles nicht kapiert so richtig. Und er hat sich gewundert, was so da los ist. Da flog der Mann Gabriel, das ist der Engel Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, und zu der Zeit des Abendopfers wieder diese Heiligtumsbilder in dieser Prophetie dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Also diese Prophetie der 2300 Abende und Morgende, die Prophetie von Daniel 8, die 2300 Tage, prophetische Tage in Beschlag nimmt, die soll jetzt erklärt werden. Und dann sagt er in Daniel 9, Vers 24 und 25, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk. Das heißt, abgeschnitten für dein Volk und über deine heilige Stadt, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Das Heiligtum wird wieder gereinigt werden, gesalbt werden. Jetzt, wer kann Gerechtigkeit reinbringen? Wer kann Gesicht und Weissagung Erfüllung? Das ist nur der Messias. Schon immer haben die Juden erkannt und die Schriftgelehrten erkannt, dass in Daniel Kapitel 9 wir eine messianische Prophetie haben. Und zwar eine so genaue, dass sie nicht gefälscht werden kann und so genau, dass sie nur auf eine einzige Person zutreffen kann, die in der ganzen Geschichte je gelebt hat. Und das ist Jesus Christus. Und weil die Prophetie so genau ist, haben die Schriftgelehrten es mit der Angst zu tun, wenn Menschen Daniel Kapitel 9 studieren. Und viele rabbinischen Gruppen haben einen Fluch ausgerufen auf irgendeinen, der die Tage, die 70 Wochen in Daniel Kapitel 9 zählen will.
Der Fluch ist, ein Fluch ruhe auf seinem Finger, auf seiner Hand und auf seinem Arm, der die 70 Wochen zählen möchte. Warum? Warum wollen sie verbergen, was da geschrieben steht? Weil es geht um den Messias. In der Bibel, ein Tag ist gleich einem prophetischen Jahr und eine Woche ist darum gleich 7 Jahren. Denn ich gebe dir auch je ein Tag für ein Jahr, Hesekiel 4, Vers 6, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundigt habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, 4. Mose 15, 34. Also das ist ein biblisches Prinzip, um das so zu gebrauchen, ein Tag für ein Jahr. Jetzt viele wollen das heute nicht haben, sie wollen die Tage wirkliche Tage machen und dann rechnet man so ein paar Jahre da gegenwärtig. Aber die Bibel sagt, nein, nimm einen Tag für ein Jahr. Und wenn das Jahrtage sind, dann sind es 2300 Jahre. 2300 Jahre im Gegensatz zu wirklichen Tagen und dann geht es ja nur um ein paar Jahre. Also welches ist jetzt richtig? Wir haben eine biblische Aussage, dass wir ein Jahr für einen Tag nehmen sollen. Aber dann, wie lang ist das Gesicht? Das Gesicht ist so lang, es fängt an irgendwann zur Zeit Medo-Persien, denn dann ist, wann es anfängt, nicht zur Zeit Babylon, nein. Es fängt an mit den Zweihörnern, es fängt an mit Medo-Persien. Und wie lange geht es? Bis zu den letzten Tagen. Also es können keine wirklichen 2300 Tage sein, es müssen Jahrtage sein. Denn in dieser Prophetie kann es gar nicht anders hineinpassen. Also es ist wichtig, dass Daniel Kapitel 8 anfängt mit Medo-Persien und nicht mit Babylon. Denn wie lang ist das Gesicht? Es gilt von medopersischer Zeit bis zum Ende. Und genau wann in medopersischer Zeit, das müssen wir jetzt ausfinden. 70 Wochen sind verhängt, abgeschnitten für dein Volk und über deine heilige Stadt. Also von den 2300 Abenden und Morgenden sind 70 Wochen oder 7-Tage-Wochen, 490 Tage, 490 Jahre sind für dein Volk. Danach passiert was anderes. Und wenn wir das Prinzip dann hier gebrauchen, ein Tag, ein Jahr, dann ist das ganze Gesicht 2300 Jahre lang. Abgeschnitten für dein Volk, von den 2300 Tagen schneiden wir 490 Jahre ab, dann bleiben da 1810 Jahre übrig. Also da sind die 2300, wir schneiden 490, die 70 Wochen ab und dann, da ist die Zeit der Juden als allein Verkündiger des Evangeliums vorbei. Und es geht weiter, bis zum Ende der 2300 Jahre, dann wird das Heiligtum gereinigt. Mehr darüber in dem Vortrag heute Abend. Wir müssen also wissen, wann fängt die Prophetie an. Das Gesicht hat seinen Anfang zur Zeit Medo-Persien, und wir kriegen es noch genauer in Daniel 9, Vers 25. Wisse daher und verstehe, dass von dem Ausgehen des Wortes, dem Befehl, dass Jerusalem wiederhergestellt werden darf, wieder aufgebaut werden darf. Aber nicht nur in Steinen und Mauerwerk, nein, sondern als Staat wieder aufgebaut werden darf. Es ist ein inklusives Dekret und Messias, bis zum Messias, dem Prinzen, werden 7 Wochen sein und 62 Wochen sein. Daniel 9, Vers 29. Eine messianische Prophetie. Wir haben einen Zeitpunkt, wann die Prophetie anfängt. Also, wenn der Dekret ausgeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Der Dekret ging aus in medopersischer Zeit. Das werden wir gleich sehen. Dann zählen wir, wie lange wir zählen. 7 Wochen und 62 Wochen. Und es sind bis zum Messias, dem Prinzen,
Aber man kann die Zeit des Messias genau ausrechnen. Artaxerxes, König von Persien, das Dekret 457 vor Christus. Wir haben einen Anfang in medopersischer Zeit. Genau, wie lang ist das Gesicht? Fängt an mit Medopersien, ein Dekret in medopersischer Zeit. Es gab auch andere Dekrete, aber die gingen nicht in Erfüllung und waren auch nicht inklusiv mit der Rechtsordnung der Juden. Dieses war vollständig. Wenn wir jetzt ein Anfangsdatum haben, dann müssten wir genau ausrechnen können, wann kommt der Messias. Artasasta, der König aller Könige in Esra, das haben wir in Esra 7, 12 und 13, den Priester und Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels, und von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit mir ziehen können. Also wir haben geschichtlich ein Datum, Esra 7, 21, das Dekret, dass alle Reichtümer, alle Besitz, Gold, alles bezahlt werden soll, eine vollständige Wiederaufstellung des Systems und der Herrschung der Juden über Jerusalem. Anfang 457, jetzt müssen wir 2300 Tage dazu zählen. Dann kommen wir zu einem Datum, das heißt 1844, darüber kommt noch ein Vortrag, Daniel 9, Vers 25 sagt, wisse und verstehe, dass von der Zeit, wo der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden kann, 457, das Datum haben wir jetzt, bis zum Messias, dem Prinzen, werden sein 7 Wochen, und 62 Wochen, das heißt 69 von den 70 Wochen, dann haben wir Messias, den Prinzen. 7 Wochen, 62 Wochen, das sind 483 Tage oder Jahre nach diesem Dekret, zählen wir das dazu, wo kommen wir hin? 457 plus die 483, dann sind wir beim Jahre 27. nach Christus. Jetzt die Bibel sagt, dass als Jesus 30 Jahre alt war, fing er an zu predigen. Aber wir wissen ja, dass unser Kalender, den wir heute haben, um ein paar Jahre verschoben ist. Und man kann ein normales Kinderlexikon nehmen und nachschlagen, wann das anfing mit Jesus Christus und seinem Dienst. Und man wird erkennen, dass dieses Datum das richtige Datum ist für die Messiaschaft Jesu Christi. Was geschah im Jahr 27 nach Christus? Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und über sich kommen. Also er wurde gesalbt zum Messias bei seiner Taufe. Dann fing der messianische Dienst an. Sofort nach der Taufe nahm der Teufel ihn und ging mit ihm in die Wüste. Oder nachdem er 40 Tage gefastet hatte, kam der Teufel zu ihm in die Wüste und versuchte ihn. Also die messianische Aufgabe fing an nach der Taufe, die Salbung 27 nach Christus. Gott hat ihn gesalbt, Jesus von Nazareth, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Also ein genaues Datum, vorhergesagt in Daniel Kapitel 9, wann dieser messianische Dienst beginnen würde. Und natürlich, die Schriftgelehrten wissen das und darum verbieten sie das Studium von Daniel Kapitel 9 und setzen einen Fluch darauf. Moderne Rabbiniker haben es auch getan. Was hat Jesus getan, als er getauft wurde? Markus 1, Vers 15 sagt er, die Zeit ist vollbracht. Sie ist in Erfüllung gegangen. Welche Zeit denn?
Jesus kam nach Galiläa, Markus 1, 14 und 50, predigte das Evangelium des Königreichs Gottes und sagte, die Zeit ist in Erfüllung gegangen. Galater 4, Vers 4, als die Vollheit der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Welche Vollheit der Zeit? Es kann nur prophetische Zeit sein. Als all die Zeit kam, genau vorhergesagt, das Datum vorhergesagt, wann der Messias kommen würde, war Jesus Christus da. Ist es nicht interessant, dass gerade zu dieser Zeit auch falsche Christusse da waren? So wie zum Beispiel vorher gesagt, es ist wahrscheinlich, dass Barabbas selber auch sich vielleicht ausgeben wollte als einen Messias. Aber nicht ein Barabbas und kein anderer hat erfüllt die Prophetie, so wie Jesus Christus sie erfüllt hat. Jeder Einzelne. Siehe, die Zeit ist gekommen, der Tag der Erlösung. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Ja, mit dieser 70. Woche, die noch übrig bleibt, es waren ja 70 Wochen, und jetzt nach 69 Wochen kommt der Gesalbte, der Messias. Jetzt haben wir das Datum, wann er gesalbt wurde. Bei seiner Taufe, sein Dienst fängt an. Jetzt kommen die Leute heute, nehmen diese 70. Woche und werfen sie irgendwann in die Zukunft hinein, wenn das Christentum nicht erst mehr gegenwärtig ist auf der Erde, weil es in einer geheimen Entrückung entfernt worden ist. Das kann man mit einer Prophetie nicht machen. Man kann nicht eine Prophetie zerlegen und verschiedene Teile in verschiedene Zeitalter hineinschmeißen. Das ist eine Prophetie, 2300 Abende und Morgende, wovon die 70 Wochen abgeschnitten sind, und dann geht es weiter. Ich kann nicht eine Woche, die für die Juden gilt damals, jetzt wieder verlegen in eine Zukunft hinein, unter einem sogenannten Antichrist, der dann irgendwann mal kommen wird, am Ende der Zeit, wenn die Bibel doch genau sagt, wo und wann der Antichrist entsteht. Nicht am Ende, sondern zwischen den 10 Hörnern, die aus dem Römischen Reich entstehen. Also damit hat man schon wesentliche Probleme in der prophetischen Auslegung. Also er, der Messias, wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Jetzt, wie wird Speiseopfer und Schlachtopfer abgeschafft? Das Speiseopfer, das Schlachtopfer, steht für den Messias. Das Lamm, das geschlachtet wurde, steht für Jesus Christus, das Lamm, das geschlachtet wird. Wenn ich also das Opfersystem entfernen will, dann muss der wahre Messias sterben. Das ist die einzigste Möglichkeit. Sonst gilt das Opfersystem noch. Also das kann nur abgeschafft werden, wenn der wahre Messias stirbt. Und in der Mitte der Woche, der 70. Woche, 3,5 Jahre nachdem er seinen Dienst begann, stirbt er am Kreuz. Jetzt sind noch 3,5 Jahre übrig. Er wird seinen Bund bestätigen mit vielen für eine Woche, und in der Mitte dieser Woche wird er das Opfersystem, er wird verursachen, dass es aufhört. Nur durch seinen Tod kann das Opfersystem aufgehoben werden. Diese Woche zählt genauso zu den 70 Wochen wie die anderen 69. Ich kann nicht den Tod des Messias hier rausholen und verlegen in die Zukunft. Er gehört zu den 70 Wochen und da bleibt er. Und durch seinen Tod ist das Opfersystem aufgehoben. Der Messias wird abgeschnitten, sagt Daniel 9, Vers 26, aber nicht für sich selbst. So eindeutig. In der Mitte der Woche, 3,5 Jahre nachdem er gesalbt wurde, stirbt er am Kreuz, nicht für sich selbst, für uns.
Durch seine Streifen sind wir geheilt. Und dadurch hört das Opfersystem auf. Denn Jesus Christus ist einmal für alle Zeit geopfert. Er braucht nie wieder geopfert werden, wie einige auch heute noch gerne machen wollen. Und vielen modernen christlichen Gruppen fangen wieder an mit dem Lamm und schlachten wieder ein Lamm. Was ist denn das für ein Unsinn? Wenn man ein Lamm schlachtet, dann behauptet man, der Messias ist noch nicht gekommen. Jesus Christus ist doch gekommen, er ist doch die Erfüllung des Lammes. Also 27 nach Christus ist die 69. Woche vorbei, dann ist der Gesalbte da, der Messias, 3,5 Jahre, 31 nach Christus, und dann noch eine Zeit von 3,5 Jahre, dann ist die Zeit der Juden als Verkündiger des Evangeliums vorbei. Was ist hier passiert im Jahre 34 nach Christus? Stephanus ist gesteinigt worden. Da stand ein Saul dabei, ein Saulus, und der wurde nachher ein Paulus. Der verfolgte die Christen. Und jetzt wird er gerufen auf dem Weg zu Damaskus. Und er wird der Apostel für die Heiden. Und die Zeit ist vorbei für die Juden. Als Jesus Christus nach der Auferstandung das Werk überhändigte und sagt, predigt das Evangelium und taufet alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, gab Jesus den Auftrag, geht aber zuerst zu den verlorenen Schafen Israels. 3,5 Jahre, nachdem sie ihn gekreuzigt haben, hat er ihnen noch Zeit gelassen, um die Übrigen der Übrigen zu sammeln. Und dann, als sie endgültig sich gewehrt haben, um das Evangelium zu akzeptieren, ging das Evangelium zu den Heiden. Als er starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Nein, Gott selber hat den Vorhang zerrissen. Warum? Jetzt konnte man ins Allerheiligste hineinsehen. Früher, wenn einer ins Allerheiligste hineinging, starb er sofort. Jetzt konnte jeder Sterbliche da reingucken. Das Opfersystem war erfüllt in Jesus Christus. Gott selber hat es geendigt. Er zerreißt den Vorhang von oben nach unten, denn der Vorhang steht für das Fleisch. Das gekleidet kam, dass die Gottheit verbarg in Jesus Christus. 27 fängt der Dienst an, 31 ist die Kreuzigung, 3,5 Jahre danach, 34 nach Christus die Steinigung Stephanus und die Zeit der Juden ist vorbei. Lukas 19, 41, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und er weinte über sie und sprach, wenn auch du erkenntest die Zeit, welche Zeit? Die prophetische Zeit, was zum Frieden dient. Gott hat alles getan, dass die Menschen verstehen sollten, dass der Messias da war. Er hat die 3 Könige geschickt, sie sind zu Jerusalem, sie haben die Schriftgelehrten gezeigt durch den Auftrag Herodes. Das ist er, studierst, dass ihr nicht verloren geht. Wenn du diese Zeit erkannt hättest, aber nun ist es von deinen Augen verborgen. Durch die Härte ihrer Herzen haben sie es so weit gebracht, dass sie den Geist Gottes vertrieben haben. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Das Bild 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems. Da standen die Kreuze kilometerweit ringsrum. Man konnte in keiner geraden Linie für 1 Kilometer laufen, ohne auf ein Kreuz eines gekreuzigten Judens zu treffen. Und ich werde dich gleichlegen mit der Erde und deine Kinder mit dir, und sie werden nicht einen Stein auf den anderen lassen, weil du kanntest nicht die Zeit deines Besuches. Du kanntest nicht die Zeit des Messias. Jeder hätte es studieren können, die Weisen aus dem Morgenland haben es studiert.
Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten nicht, wie ich ihnen half. Hosea hat es vorhergesagt, sie würden den Messias ablehnen. Ich habe sie mit Liebe, mit Sanftmut auf meinen Händen getragen. Ich habe mich niedergebeugt zu ihnen. Ich habe sie ernährt. Ich habe sie gefüttert mit meiner Hand. Aber sie wollten mich nicht haben. Wie soll ich dich aufgeben? Hosea 11, Vers 8. Mit Tränen in den Augen ist die Zeit der Juden vorbeigegangen. Ein Gesicht, Petrus bekommt ein Gesicht. Er wird zu Cornelius genommen und er sagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen weiterhin, der kein Jude ist, unrein nennen darf. Und er betet für sie und sie empfangen den Heiligen Geist. Das Evangelium geht zu den Heiden. Die Zeit der Juden als Volk war vorbei. Heute suchen sie ein neues Jerusalem und wollen ein Jerusalem bauen in Israel. Und sie sagen, das ist die Erfüllung der messianischen Prophetie. Es funktioniert nicht so. Typologie ist nicht so. In Typologie ist der Typus immer viel kleiner wie der Antitypus. Das heißt, das Lamm, das wirkliche Lamm, ist doch winzig klein und unbedeutend im Vergleich zu dem Antitypus, für was es steht, Jesus Christus. Genauso das damalige Babylon, ein Typus von dem großen antitypischen Weltreich, das sich gegen Gott auflehnt. Genauso Jerusalem, ein Typus vom Volk Gottes. Und das antitypische Jerusalem, das große Volk Gottes am Ende der Zeit. Diejenigen, die Jerusalem suchen, im wirklichen Jerusalem, machen von dem Typus und dem Antitypus dasselbe. Das wäre das Gleiche, als ob ein Lamm zeigt auf ein wirkliches Lamm, das am Kreuz hängt. Das ist irrsinnig. Das Jerusalem, das jetzt da in Israel ist, ist eine Stadt mit ganz schwachen Abwässerrohren. Auf dieser stinkigen Stadt kommt kein neues Jerusalem. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab und enthält Gottes Volk von aller Zeit. Man kann nicht den Antitypus mit dem Typus gleichstellen. Wie kann ich dich preisgeben? Die Zeit für Israel, für Jerusalem war vorbei. Was wir jetzt sehen, ist eine Fälschung, um die Augen von der Wirklichkeit wegzunehmen. Denn da ist was viel Größeres am Gange hinter den Kulissen. Und die Leute und der Prinz, der kommen wird, wird vernichten die Stadt und das Heiligtum und ein Ende wird sein wie eine Flut und das Ende ist vorhergesagt und wird Trübsal sein. Daniel 9, Vers 26. Dieser Kaiser, der kommen wird, das kann man, wenn man das richtig durchstudiert, sieht man, das ist eine chiastische Struktur. Es ist der Messias, der andere Prinz, das Heiligtum, die Vernichtung. Also da kann kein Fehler gemacht werden, so wie heute gerne, dass man die auswechseln will, den römischen Kaiser und den Messias. Bis 2100 Abende und Morgende, 2300 Abende und Morgende vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Daniel 8, Vers 14. Also dann kommen wir zu dem Datum, 1844, das Heiligtum und alles, wofür es steht, wird wieder geweiht werden. Das ist ein Vortrag für sich. Darüber werden wir heute Abend reden. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Wir haben gesehen in diesem Vortrag, dass es nur eine einzige Persönlichkeit gibt, in der ganzen Weltgeschichte, die der wahre Messias sein kann. Und das ist nur Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Und darum ist es wichtig, dass wir, wenn wir es einsehen, dieses Evangelium predigen in der ganzen Welt. Heute gibt es eine Bewegung, die sagt,
Man kann in allen Religionen gibt es den Erlöser. Das ist aber nicht wahr. Denn wenn Jesus sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich, dann ist das entweder die größte Lüge aller Zeit und er ist ein Betrüger sondergleichen, oder es ist die Wahrheit. Ich glaube, dass da nur in der Bibel so eine genaue Auseinandersetzung ist von dem ganzen messianischen Dienst, so wie wir es jetzt gesehen haben. Und jede einzelne Prophetie geht in Erfüllung in Jesus Christus, sogar die genaue Zeitprophetie. Es kann keinen anderen geben. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir sagen, dass in Jesus Christus haben wir unsere Erlösung und in keinem anderen. Da kann kommen, wer will, da kann eine Religionsgruppe kommen, wie mächtig sie auch ist, mit 10.000 Schwertern und was anderes verkünden. Es ist eine Lüge, denn das, was wir hier gesehen haben in der Schrift, das ist die Wahrheit. Denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und die Früchte der Wahrheit sind hier gegenwärtig und nur hier. Jesus Christus ist unser Erlöser, der einzige, den es gibt und den einzigsten, den ich persönlich habe. Amen.